Nachdenkseiten. Die kritische Website. Steht der Gesundheitsminister Lauterbach weiterhin zu seiner Aussage der nebenwirkungsfreien Covid-19-Impfung? Von Florian Warwick. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat in einem Schreiben auf die Anfrage mehrerer EU-Parlamentarier dargelegt, dass von Beginn an klar war, dass die Covid-19-Impfstoffe nur dem Schutz der geimpften Person und nicht dem Fremdschutz dienen. Dazu hätten auch keinerlei Daten von den Herstellern vorgelegen. Ebenso spricht die EMA davon, dass sie im Zusammenhang mit der Impfung von zahlreichen Nebenwirkungen ausgeht. Diese Aussagen der obersten EU-Arzneimittelbehörde stehen in direktem Widerspruch zu Aussagen des amtierenden Gesundheitsministers und dem auf den Fremdschutzargument basierenden grundrechtseinschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung. Folglich fragten die Nachdenkseiten diesbezüglich auf der Bundespressekonferenz nach. Die Versuche des Sprechers des Gesundheitsministeriums, BMG, die Aussagen seines Chefs zu verteidigen, gerieten zu einem argumentativen Fiasko. Sie halten einem Faktencheck nicht stand. Faktencheck der Aussagen des Sprechers des Gesundheitsministeriums. Gehen wir die vom Sprecher des Gesundheitsministers vorgebrachten Argumente Punkt für Punkt durch. Erstens, es gab keine Notfallzulassung. Das ist eine rein formal-juristische Definition, die vom BMG-Sprecher angesetzt wird. Offiziell spricht man von einer sogenannten bedingten Zulassung, Conditional Marketing Authorization, CMA, die auf verkürzten Zeitfenstern und niedrigeren Hürden beruht. Begründet wurde ein solches Vorgehen aber unter explizitem Verweis auf eine Notlage, Notfall. Auch zahlreiche anerkannte Virologen, wie zum Beispiel Alexander Kekulé, bezeichneten dieses Vorgehen vor diesem Hintergrund regelmäßig als Notfallzulassung. Wir sprechen hier weiterhin von Notfallzulassungen. Zweitens. Fremdimmunisierung wurde im Laufe des weiteren Rolling Review-Verfahrens bestätigt. Diese Aussage des BMG-Sprechers erscheint recht gewagt. Herr Gülde argumentiert, dass der Impfstoff im sogenannten Rolling Review-Verfahren, Erläuterung zu diesem Verfahren finden Sie verlinkt innerhalb des Textes, auch nach der bedingten Zulassung weiter getestet wurde und dabei die Fremdimmunisierung bestätigt worden sei. Dass der Impfstoff mittels Rolling Review weiter getestet wurde, stimmt durchaus. Die Frage ist aber, ob, wie behauptet, das Testverfahren überhaupt den Aspekt des Fremdschutzes abdeckte. Denn wirft man einen Blick auf den sehr ausführlichen EMA-Bericht zur regulären Marktzulassung Ende 2022, in denen die Erkenntnisse aus dem Rolling Review-Verfahren eingeflossen sind, dann stellt man fest, dass das Thema Übertragung, Fremdschutz nur ein einziges Mal auftaucht, und zwar auf Seite 33 des Zulassungsberichts unter der Überschrift Ungewissheiten und Einschränkungen. Dort heißt es: Die verbleibenden Unsicherheiten beziehen sich hauptsächlich auf die Anwendung bei immungeschwächten Personen, die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit und die Wirksamkeit gegen die Übertragung. Zitat Ende. Diese einmalige Nennung und entsprechende Darlegung im EMA-Zulassungsbericht von Ende 2022 lässt zwei mögliche Erklärungen zu. Erstens, das Thema Übertragung, Fremdschutz wurde im Gegensatz zur Darlegung des BMG-Sprechers gar nicht im Rolling Review-Verfahren untersucht. Zweitens, der Aspekt des Fremdschutzes wurde untersucht, die Ergebnisse waren aber nicht eindeutig. Doch egal, ob Option 1 oder 2 zutrifft, beide stehen im eklatanten Widerspruch zur Behauptung des BMG-Sprechers bezüglich eines angeblich bestätigten Fremdschutzes, also steriler Immunität, durch die in der EU verabreichten Covid-19-Impfstoffe. Das trifft in Folge natürlich auch auf die Aussage des Sprechers vom Bundesverteidigungsministerium, dem ehemaligen ARD-Journalisten Michael Stempfle, sowie Kanzlersprecher Steffen Hebestreit zu. Beide stimmten der fragwürdigen Darstellung des BMG-Sprechers mit den Worten »Es ist alles gesagt« in der Bundespressekonferenz zu. Drittens. Selbst wenn es eine völlig nebenwirkungsfreie Impfung geben würde, gefragt, ob Karl Lauterbach angesichts der Erklärung im EMA-Brief, dass mit zahlreichen Nebenwirkungen bei der mRNA-basierten Covid-19-Impfung zu rechnen sei, weiterhin zu seinen Aussagen von August und November 2021 steht, in welchem er ohne jede Relativierung von nebenwirkungsfreier Impfung gesprochen hatte, erklärt der BMG-Sprecher:
Meines Wissens ging es aber damals um etwas völlig anderes. Und zwar, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hatte der Minister damals von Folgendem gesprochen. Selbst wenn es eine völlig nebenwirkungsfreie Impfung geben würde, ich paraphrasiere das jetzt einfach mal ein bisschen, hätten wir aber trotzdem noch Impfgegner, die dagegen vorgehen würden. Zitat Ende. Diese Darstellung des BMG-Sprechers ist nachweislich falsch. Die entsprechenden absoluten Aussagen Lauterbachs auf X, damals noch Twitter, sind weiterhin öffentlich einsehbar und wurden bis heute nicht von ihm korrigiert. Am 14. August 2021 erklärte er: Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Zitat Ende. Zwei Monate später, am 21. November 2021, verkündete Lauterbach ebenso uneingeschränkt: Bei Kindern im Alter von 12 bis 15 war BioNTech zu 100% wirksam gegen Covid ohne Nebenwirkungen. Zitat Ende. Ob da nächste Woche in der Bundespressekonferenz noch eine entsprechende Richtigstellung vom Bundesgesundheitsministerium zu erwarten ist? Heute, am 15. Dezember, hat Karl Lauterbach übrigens Folgendes via X verkündet und damit direkt die Aussagen seines eigenen Sprechers ad absurdum geführt. Zitat: Hoffentlich gelingt uns bald eine Impfung, die vor Ansteckung schützt. Sonst bleibt Covid eine Art Lotterie für längere Symptome. Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, hat einen Antwortbrief, der jetzt auch veröffentlicht ist, dargelegt, der in Reaktion auf die Anfrage von mehreren EU-Parlamentariern, in dem die EMA sehr klar darlegt, dass für sie von Anfang an klar war, dass die Covid-19-Impfstoffe ausschließlich der Eigenimmunisierung und nicht dem Fremdschutz dienten. Die entsprechende Notfallzulassung sei auch ausschließlich in diesem Sinne erfolgt und zum Fremdschutz oder steriler Immunität hätten auch keinerlei Daten der Hersteller vorgelegen. Da jetzt ein Großteil der Grundrechtseingriffe ja erfolgte über den Verweis auf Fremdschutz, würde mich interessieren, ab welchem Zeitpunkt war dann die Bundesregierung auf dem Stand der EMA? Die Frage geht ans Gesundheitsministerium, den Kanzlersprecher und angesichts der Aussagen bei der letzten Bundestagsanhörung des Verteidigungsministers auch ans Verteidigungsministerium. Herr Warwick, zunächst einmal vorweg, es gab keine Notfallzulassung. Die Behauptung wird immer wieder mal aufgeworfen. Das stimmt aber einfach nicht. Es gab eine Zulassung unter Auflagen. Das ist auch etwas Gängiges im Bereich der Arzneimittel- und Impfstoffzulassung im europäischen Bereich. Notfallzulassungen gab es beispielsweise in den USA. Hier in Europa definitiv nicht. Was es in Europa gab, das war, wie gesagt, eine Zulassung unter Auflagen. Es gab ein Rolling Review Verfahren und im Zuge der Zulassung gibt es ja auch klinische Prüfungen und da bedarf es aber einer Langzeitbeobachtung. Und deshalb gab es auch im europäischen Zulassungsverfahren das sogenannte Rolling Review Verfahren, in dem dann halt das Verfahren weitergetrieben wurde, also es wurden weitere Auflagen erteilt und Langzeitbeobachtungen durchgeführt. Und die Zulassung betraf dann halt eben, wie Sie schon gesagt haben, halt eben die Eigenimmunisierung. Wie sich das Ganze dann weiterhin entwickeln würde, ob das tatsächlich auch zu einer Fremdimmunisierung beiträgt, das wurde dann im Laufe des weiteren Rolling Review Verfahrens dann tatsächlich auch bestätigt. Ergänzungen? Nee, ist alles gesagt. Dann noch eine Frage. Die EMA spricht in ihrem Brief auch davon, dass sie zahlreiche Nebenwirkungen erwartet, einen Großteil eher leichter Natur, aber sie sprechen auch schwerere Nebenwirkungen an, wie Entzündungen von Herzmuskel oder Herzbeutel. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, ob denn der amtierende Gesundheitsminister noch zu seinen zwei Tweets Ende 2021 steht, wo er in sehr absoluter Form ohne jede Einschränkung von nebenwirkungsfreier Impfung gesprochen hat, einmal in Bezug auf Erwachsene, einmal in Bezug auf Kinder. Und wenn nein, ob er plant, diese zwei Tweets zu ergänzen oder zu korrigieren. Herr Warwick, ich muss
offen gestehen, mir sind diese Tweets nicht mehr ganz geläufig. Meines Wissens ging es aber damals um etwas völlig anderes. Und zwar, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, hatte der Minister damals davon gesprochen, selbst wenn es eine völlig nebenwirkungsfreie Impfung geben würde, ich fast paraphrasiere das jetzt einfach mal so ein bisschen, dann hätten wir aber trotzdem noch Impfgegner, die dagegen vorgehen würden. Und insofern, die möglichen Nebenwirkungen, die wurden auch noch genau dann natürlich vom Paul-Ehrlich-Institut untersucht. Sie wissen, es gab auch europäische Abstimmungen dazu. Sie haben auch die Herzmuskelentzündungen halt irgendwie angesprochen. Das gab ja entsprechende Fälle und Verdachtsfälle im Fall von AstraZeneca. Und darauf wurde sofort reagiert. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich immer eine Abwägung. Und insofern sah auch die Empfehlung der STIKO halt eben vor, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis ein sehr eindeutiges ist. Und deshalb gab es auch eine Impfempfehlung seitens der Ständigen Impfkommission. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen auf meiner Liste. Einmal Herr Nils mit einem neuen Thema und dann... Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.